So, weiter geht's. Wir müssen Tilt einholen, der uns sonst nicht davonfliegen würde. Ups. Und haben hier das in der Theorie schwerste Level des Spiels vor Augen. Hier habe ich so ewig gebraucht, ich sag, was man von mir will. Dass man hier immer wieder die Homing-Attack machen muss, um diese Sprungfeder nach oben zu bekommen, ist nämlich nicht ganz so selbstverständlich, wie man vielleicht meinen möchte. Und warum gehe ich oben nach? Was war hier oben? Doppelsprungfeld, das ist nicht meine Schuld! Wenn er ganz normal gesprungen wäre, hätte ich da ganz normal drauf landen können. Aber nein, das macht er natürlich nicht. So, 3-mal Salto, 1000 Punkte und Charge! Und Charge again! Gerade hier, also im Sprung macht er das selten. Meist macht er das wirklich, wenn man vom Boden abspringen will. Dann kommt diese Doppelsprung-Scheiße. Warum die das nicht rausgepatcht haben? Genauso wie die Raute eben in der letzten Folge, ja? Interessant, ey. Wie der blaue Igel ausgerechnet hier Raute zeichnen. Unlogisch. Nein, ich hab die nicht erreicht. Will ich sterben? Will ich sterben? Das hier ist halt, das ist so ultra, das Level. Uah. Das ist so ultra, das ist vorhin selbst Shadow. Mal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und zack, zack. Extrem flüssig trotz Sprunganlagen, was ich auch sehr begeistert finde. Kleiner Tipp, den hier. Ich weiß nicht mal, ob einer von beiden Schienen jetzt nicht mehr so lebensbefürwortend ist. Ich weiß, im Hard-Mode, das ist richtig fies, ey. Im Hard-Mode sind auch von diesen Grindstangen Stachelkugeln, die man dann eben ausweichen muss, entsprechend, dass man ja auf die andere Seite, auf die andere, mein Gott, auf das andere Gleis springt. Das ist aber hier mit dem Doppelsprung-Bug die Hölle. Es ist nicht schwer, es ist nicht unfair, es ist einfach nur viel Hölle. Diesen Zwischenspeicher wollte ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ich das haben wir leider verpasst. Das Grinding ist auch nicht so einfach wie jetzt in Sonic Heroes, da haben sie das wirklich stark verbessert. Dafür ist der Rest des Spiels eben Müll. Wow, aber es klappt ja. Wuhu, und zack, 500 Punkte. 2, 3, zack, 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 und drauf. Das war's ja leider schon, Mann. Ich sage, das ist ein bisschen wie bei Something Unleashed. Super Level, aber viel zu kurz. Das ist auch kacke, hier runter zu bröseln. Das hat Daumen hoch, wenn ihr dieses Spiel ausspielt, mit der verpackten Variante auf den goldenen Ring zu springen, er rennt, reinspringen wollt, Doppelsprungfehler und ab in den Abgrund. Zack, darf man das halbe Level nochmal machen. That wasn't so hard. Nur Rang C. Trotz der Geschwindigkeit. Menno. Da fehlen mir wahrscheinlich diese Absprünge, diese Saltos von den Grindstangen, die haben mir gefehlt. Naja, whatever. Doctor, they're heading directly toward us. What should we do? Just sit tight. We've got no way down. There's no way they can get away. I didn't like it's level in the room. But I'll be sure to give them a warm welcome. Wir erinnern uns, Sonic hat den Egg Golem besiegt. Beziehungsweise Knuckles hat den King Boom Boo besiegt. Let's go, Amy! Yeah! You little thieves! Did you really think you could get both of your own eyes? Come and get some, Eggman! Just leave it to me! This guy! Cleanse the Chaos Emerald! I call on you to destroy these pests! Come on, my servant! Erinnerung an Sonic & Knuckles Egg Golem Senior. Und. Na, no, es ist so geil. Ich habe das erste Mal gespielt. Ich hatte bisher immer nur die Hero Story gespielt. Und dann irgendwie gesagt, komm, spielst jetzt auch mal die Dark Story durch. Und ich denke so, ey, cool, Echo, nimm die Szene und so. Dass der mich aber dann angreift. Ich denke so, scheiße, was ist das denn?
In welchem Spiel gibt es denn bitte so eine Scheiße, dass man nicht nur mit dem einen Charakter den Boss besiegen muss, sondern auch mit dem anderen? Einzige, was wir auch achten müssen, ist, dass wir natürlich nicht in den Treibgang geraten dürfen, weil das doch sehr tödlich ist. Unsere Aufgabe ist es. Ach, doch nicht dahin. Wir müssen ihn so lange beschießen, bis vorne seine Brustpanzer abbröselt. Au. Wow, und dann quasi sein Inneres zerschießen. Lass mich! Lass mich! Wow! Nein! Oh mein Gott, ey. Ich stehe da ganz in Ruhe, was passiert? Ich brösel da runter. Da haben wir den Schutzmechanismus. Wir müssen jetzt nur noch seinen zweiten und seinen dritten. Au. Panzer kaputt schießen, bevor er uns zerdeppert. Kaputt. Au. Komm schon, komm schon, komm schon! Schnell, 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 schnell! Oh! Keine Kopfschuss bekommen. Aber besiegt. Stop, stop. Jetzt wissen wir, was Eggman immer mit seinen Maschinen machen muss, nachdem die von Sonic besiegt wurde. Er darf sie dann selbst nochmal wegballern. Boss Recycling for the win. Green light for launch. Primary engine ignition on. Beginning liftoff countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shuttle liftoff. Eggman stand noch in der Pyramide, wurde von den Flammen der Rakete total zerbröselt zu Asche, Ende. Hi, Doctor. How's it going? What? What do you mean they escaped? That's okay. I will go after them myself. Can you tell me the password for the space colony control? Tricking that old doctor is just too easy. All right, it's time to get to work. The password is Maria. Maria, I've heard that name somewhere before. Oh well. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ach was, wirklich? Maria? This is it. The Search Project Shadow. The ultimate life form. Let's see now. What in the world is this? This can't be right. What is Shadow anyway? I guess I'll just have to take the last pieces of the Master Emerald. Klare Ansage, oder? Offensichtlich ist Rouge eine Doppelagentin, die eben, wenn man die Hero Story gespielt hat, weiß, für wen sie arbeitet. Und sie soll eben herausfinden, ob Shadow wirklich die ultimative Lebensform ist. Ihrem Ausdruck zufolge, nö. Was genau es damit auf sich hat, werden wir allerdings noch etwas später erfahren. Ich muss mir erstmal hier den Stahlzertreter bekommen. Das ist ihr letztes Level. Halleluja! Und gehen jetzt zu Knuckles, der eben... ihr müsst euch das so vorstellen. Knuckles ist auf der Basis unten, also direkt auf der Ark und kämpft sich die Meteoroiden hoch. Und wir standen auf den Meteoroiden und wollen uns runter zur Plattform arbeiten. Müssen aber hier erstmal schauen, ganz Mario Galaxy mäßig, wo hier unser Ziel ist. Da soll nochmal jemand sagen, Mario sei ja so innovativ. Ich komme nicht wieder hoch. Scheiß Steuerung. Die wechselt nämlich direkt an der Mitte des Sternes. Da seht ihr hier diesen Strich? Jetzt kann ich hier nämlich wieder normal steuern. Ah, gelb. Ja, ein Emo gesehen eben. Gelb. So, nett. Das sind die Bolzschuhe, sehr schön. Lass mich. Iron Boots. Jetzt können wir auch Metallkisten zerdeppern. Müdes Licht. Müdes Licht, das sieht hier doch nach euch aus, oder? Das ist auch so mies. Da wir auf dem Kopf stehen, wir sind wie gesagt hier im Weltraum und stehen Kopf, müssen wir auch den Text-Request lesen. Stich zu düben. Das ist so geil. Da ist er doch. Haha, ich wusste doch, dass er hier irgendwo versteckt sein muss, ich nicht erst irgendwo hinfliegen muss. Gehen wir jetzt auch mal zum nächsten Meteorit. Wenn ich wieder unnötig Tipps nehmen, obwohl ich dann
zwei Sekunden später unten dann doch bei dem Master-Splitter landet. Im Hard-Modus sind die Sachen, wie gesagt, immer am selben Ort, aber dafür sind diese Orte extrem schwer zu erreichen. Muss ich jetzt mal aufpassen, dass ich nicht irgendwo im Weltraum lande. Yo! Hopp! Kann er nicht rüberklettern? Das ist aber so nervig. Doch, geht doch. Wie eine Rakete, eine Sprungquelle, irgendwas, damit ich hier die Plattform wechseln kann. Was ist da für eine Sprungquelle? Nix. Ich bin nur kleine Maschinen, das kann ich wieder weg. Ich weiß nicht, diesen grünen Kometen, diesen grünen Meteoriten hier immer am nervigsten fand. Ach, genau. Der hat nicht genug Schwerkraft, wir fallen da einfach runter. So war das. Wahoo! Da ist der Weg, den wir freigeschaltet haben. Und hier ist die Kiste, die wir jetzt erst öffnen können. Meine Güte. Und. Ja, sehr schön. Da habe ich noch gesehen. Hey, scheiße, das war ein V. Was können wir alleine hier, Nasen? Hallo. Klebender Stern. Klebender Stern, was soll das heißen? Ah, sehr schön. Aha, klebender Stern. Gut. Hä? Ist das gut? Kann ich unmittelbar runter? Ach, da! Das meinte mit klebender Sterne. Das ist natürlich absolut logisch und nachzuvollziehen. Oben. Na, kennt ihr Einzelheiten? Genauso eine selbe Kletterpartie hat Nuggets nämlich auch. Wen wir noch? Ich hab das so bei Nuggets gebraucht. Aber Tipp genommen, zwei Sekunden später Emerald gefunden. Wow. Sagen, ich würde ehrlich ungern irgendwo verglühen. Glumanda-Glue. Blumanda-Blue? Nee, ist auch nicht. Ich schätze, dass er da unten ist. Ich muss aus der Schwerkraft raus, ich muss aus der Schwerkraft raus. Scheiße, die Schwerkraft hat mich. Ich will doch einen Tipp, Okay, ich will jetzt die Anfangsplatte. Nein, ich soll das Grüne. Ball liegt im Grün. Na, Tipp. Einige schwarze Container an der Basis. Das sagt mir dunkel was, aber... Kann ich jetzt erstmal hier runter, bitte? Dankeschön. Das dauert doch... Oh, Mann! Hör auf damit! Das ist was nervig. Ich komme nicht von den Meteoriten wieder runter. Ich habe noch irgendwo eine Außenstelle. Eine Außenstelle, was meine ich damit? Ich meine damit, dass es mal abgesehen von diesem ganzen Meteoriten. Oh. Oh, noch eine. Außengabe. Da. Genau, es gab nämlich diese Kette von Plattformen hier. Ah, Kamera! Uff. Ich will nur aufpassen. Wenn wir hier nämlich mit dem Backsprung losdüsen, schaffen wir es nämlich nicht mehr. Wieso nicht? Aber wenn man Container zur Baustelle ist, schon was Schönes. Und nächster. Das auch nicht. Aber wir können noch nachher näher. Das, da kann er nicht sein. Das wäre dann ein Tipp mit Plattform mit den Kristallen. Muss man aufpassen. Irgendwas Gemeines war. Ich glaube, hier ist irgendwo dann. Aha! Da haben wir doch die schwarzen Container. Und da haben wir. Yo, was denn? Ich sonst noch gut. Ich möchte gar nicht, dass er da sein kann. Aber. Wow! Tipps genommen, lange gebraucht. Das sieht nicht gut aus. Ich halte die Hand vor. Oh, böse, habe ich nicht gesehen. Nein, überhaupt nicht.
Ein Mist. Aber wir haben Rouges letztes Level beendet. Long time no see, treasure hunter. Did you buy my emerald? That's a good one, your emerald. Talking to you is a waste of time. Mir ist nicht anders zu erwarten war, dürfen wir uns jetzt um Knuckles kümmern, um die letzten Splitter des Master Emeralds in unsere Gewalt zu bringen. Aber erst in der nächsten Folge. Bye bye.